Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Ja, ich habe etwas umgeräumt. Ich habe etwas umgeräumt und den kleinen Freund dabei leider hier hochgelassen. Ich glaube, den holen wir uns jetzt gleich mal wieder zum Essen. Ich weiß nicht, geht's nur mir so oder ist es hier gerade laut? Moment, ich habe nichts verändert. Ich muss nur mein Headset etwas runterschrauben. So ist das besser. So, kommen Sie mal mit. Komm, Boot. So, gleich dazu machen. So, dankeschön. Ich habe hier ein bisschen umgeräumt. Und ich habe von den, wie heißen die überhaupt? Von den Source Gems habe ich ein bisschen was gemacht. Damit, wenn wir uns heute wieder mit den magischen Dingen beschäftigen, ich so ein bisschen was da habe. Ich habe auch von diesem Mageblumen ein bisschen was gemacht. Ich habe hier draußen nämlich noch was angebaut, damit das etwas schneller geht. Denn ich habe das Gefühl, dass man davon ziemlich viel braucht. Also wenn ich mir das hier so anschaue, was man damit machen kann. Okay, dann ist das nicht viel, aber hiervon kann man dann einiges machen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wozu das gut ist, aber was ist das hier eigentlich? Runic Chalk. Ich würde ja fast sagen, wir machen hiervon mal was. Oder? Was ist das hier zum Beispiel? Orange Mage Bloom Bed. Ist das für die kleinen Freunde? So, und da machen wir jetzt Fäden draus, oder? Jawohl. Und da... Oh. Da sind viele Fäden draus geworden. Und dann... Dann schneid es. Natürlich. Aber ich glaube, es sollte nichts mehr liegen bleiben. Ich habe nämlich ganz brav hier, wie ihr seht, den Schnee weggemacht. Ich glaube, es bleibt nichts mehr liegen, oder? Ich glaube allerdings auch, dass es nicht mehr schneien sollte. Ach, was soll's. Wir lassen es schneien und... Wir lassen es schneien und... Ich bin am Überlegen, ich bin am Überlegen, ob ich doch wieder ein paar Mods rauswerfe. Zum Beispiel Herobrine. Ich meine, da passiert jetzt nicht mehr viel mit dem Typen. Der steht halt da und glotzt mich an. Moment, was brauche ich denn jetzt alles hierfür? Eine Feder, Papier. Ich glaube, hiervon brauche ich mehr. Dann nehme ich vielleicht gleich mal ein bisschen mehr mit. Wozu ist das? Ah ja. Da sollte ich aber ganz schön was da haben, oder? Ja, da. Dann nehme ich jetzt einfach mal... Na, ich glaube, zwei Stacks reichen. Zwei Stacks mit. Papier nehme ich einen halben mit. Ich nehme die hier mit so. Ich glaube, ich habe Papier sogar noch unten. Ne? Ich habe... ja. Und was noch? Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Aber man kann sowas machen. Okay. Es ist so viel noch. Es ist so viel, was ich hier noch lernen muss. Oh. Ich habe inzwischen drei oben. Ich zeige euch das mal. Schaut mal hier. Eins, zwei, drei. Hier wird also gestöhnt, was das Zeug hält. Und hier oben habe ich... Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Moment. Man kann es ganz leise hören. Hinter dieser Mauer liegen Skelette. Und hier liegt auch nochmal eins. Ich meine, auch das da oben wird wieder wegkommen und in den Keller gepackt werden. Irgendwann. Nicht jetzt. Hi. So. Dann schauen wir mal. Dann macht man das einmal so. Ich frage mich, ob der da jetzt dann gleich reingeht. Orange. Kann man da auch andere Farben machen? Ich glaube, da konnte man auch andere Farben machen. Rot, gelb. Ich glaube, das Orange gefällt mir sogar noch am besten. So, schauen Sie mal hier hin. Wir packen das mal... Wo packen wir das hin? So. Wo packen wir denn das Bett hin, wenn du dich da reinlegen willst? Schau mal hier. Boot. Ich habe absolut keine Ahnung, wozu das gut ist. Komm mal zu dem Bett. Ich will wissen, ob du da dich ins Bett legen kannst. Guck mal. Boot. Au. Au. Hier, hallo Bett. Hier, ins Bettchen gehen. Hallo. Moment. What?
Die sind einen Ticken größer als die Flowerpots und deshalb kriege ich da eine geschmiert. Das ist aber nicht nett. Das ist aber wirklich nicht nett. So. Dann war das so. Wir machen mal vier. Ich weiß doch nicht, was man damit machen kann. Aha. Aha. Ach, das brauche ich eh. Das ist gut. Das brauche ich eh. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, dass ich die gemacht habe. Das packen wir jetzt mal hier oben rein. Gesammelte Werke. Und dann war das so. Nee, so. Hallo. Nee. Nee. Ah ja. Möchte ich. Jetzt lasst mich mal überlegen. Ich glaube, ich möchte da noch nicht das Bessere machen. Ich möchte hier, glaube ich. Da kriegt man mehr, da kriegt man vier raus, deswegen. Ich möchte, glaube ich, erstmal die einfachen Sachen machen. Also das hier. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Ich weiß nicht, was das wirklich bringt, außer. Ich meine. Ja, ich meine, ja, warum nicht? So. Ich probiere jetzt doch das Bessere auch gleich aus. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir richtig gut von den Sachen. Die Farbe gefällt mir sehr viel besser als das Lilane. Das Rot-Gelbe. Aber ich glaube, man kann da sogar noch mehr machen. Man kann da nämlich noch Endfiber. Ah. Ich meine, ich will jetzt natürlich von jeder Rüstung eins haben. Jetzt ziehe ich das aber mal eben aus und das wieder an und hole mir drei Armor Stands, damit wir das ausstellen können. Also nicht ausstellen wie abstellen, sondern herzeigen. Ich habe hier Schmoothstone. Und dann brauche ich hier von ganz viel. Vielleicht nicht ganz so viel, aber. Ach, jetzt habe ich viel gemacht. Naja, was soll's. Okay, dann brauche ich von diesen Blumen also noch ein bisschen mehr. Da ist zum Beispiel wieder eine reif. So. Und wo stellen wir das jetzt hin? Ich glaube, das ist hier gerade schlecht. Aber hier ist doch noch was frei. So und so. Genau. So und so und so. Und so. Jawohl. Ich habe keine Ahnung, wozu die Kleidung gut ist. Und als Rüstung ist halt die hier im Moment noch etwas besser. Ja. Ich meine, ich habe nicht wirklich viel davon. Muss ich ein bisschen warten. Ich denke, dass das auch meine Mana-Regeneration etwas ankurbelt. Da, schaut mal. Also, ich meine, es soll ja auch hochwertiger sein, aber das sieht halt so aus wie eine Lederrüstung, wo man in einen pinken Farbtopf gefallen ist und das ist halt schon irgendwie so gestickt. Ich weiß, du hast es so schwer. Ich verstehe es ja. Ich hatte nämlich keine. Ich habe keine Eier mehr frei. Ich habe jetzt doch wieder eine Diamond Fishing Rod. Ich habe eine Diamond Fishing Rod. Ich habe jetzt doch wieder eine Fishing Rod, die ich mitnehme, damit ich unterwegs mal etwas angeln kann. Es ist eigentlich nicht wichtig. Ich mache das mal. Wie mache ich das? Ich brauche hier auf jeden Fall Licht. Ich glaube, ich mache das mal so und dann stelle ich den hier hin und dann kann ich nämlich die dritte Rüstung da dann auch noch. Hinmachen.
Was mache ich jetzt damit, mit dem einen Armor-Stand? Ich glaube, dass ich den noch irgendwo unterbringen könnte. So, hier ist einer drin. Hier steht, glaube ich, schon einer. Jawohl. Hier passt irgendwie nicht wirklich mehr irgendwas hin. Macht das Sinn, den hier hinzustellen? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Dann habe ich hier ja auch schon einen. Auf dem Dachboden. Ich meine, auf dem Dachboden darf alles Mögliche rumstehen. Das ist ja, da steht auch schon einer. Har. Vielleicht lasse ich ihn doch erstmal hier stehen. Schuhu. Dann möchte ich euch noch etwas zeigen. Nichtaufnahme: Terry war nämlich unterwegs und hat Ressourcen gesammelt, damit wir jetzt bei Ars Nouveau ganz viele tolle Sachen machen können. Und dabei ist es tatsächlich passiert. Es ist tatsächlich passiert. Ich hatte eins gefunden und das zweite dann ziemlich schnell danach. Das war so ein, ja, verstehe ich. Wenn einmal irgendwie so der Charme gebrochen wurde, dann ist es halt so. Und ich bilde mir an, dass man das jetzt kuchen kann. Ich würde eines auf jeden Fall ganz gut wegräumen und aufheben, damit dem auf gar keinen Fall was passiert. Ach, diese Furzkissen kann ich übrigens nicht da oben rein sortieren, weil die tun nicht. Was? Oh, das kann ich euch aber zeigen. Ja, das zeige ich euch mal eben. Moment, noch ein drittes und ein viertes vielleicht. Wenn ich jetzt hier mal alles rausmache, ich weiß nicht, wo es überall reingeht, aber es geht auf jeden Fall an mehr Stellen. Es geht jetzt an mehr Stellen rein. So, jetzt habe ich habe alle meine Furzkissen, alle, die ich habe, habe ich jetzt hier drin. Das auf einmal geht. Ich bilde mir ein, dass das eigentlich nicht gehen dürfte. Und mit einem passiert halt so fast nichts. Aber wisst ihr, was ich noch machen könnte? Ich packe mal die Sachen, die rein sollen, wieder rein. So, und jetzt kann ich ja da, wo nichts drin ist, erstmal die Furzkiste drin lassen. Ich weiß nicht, eventuell reichen drei ja schon. Ach halt, ich habe gerade gesehen, das muss raus und das muss rein. Dann kommst du hier hin. Ja, das ist gut so. Also wir lassen das mal drin. Im Moment habe ich ja nichts, was ich da reinmachen will. Das könnten wir heute übrigens angehen. Jetzt möchte ich das hier noch wegbrutzeln. Dazu machen wir das hier mal über die Kartöffchen. Tja, ich könnte hier eigentlich auch mal in einen besseren Ofen reinmachen. Und den besseren Ofen könnte ich endlich auch mal pixeln, beziehungsweise das Gepixelte in mein Texture Pack aufnehmen. So, und eigentlich brauche ich jetzt nie wieder was zu essen. Also das ganze Essen ist jetzt komplett für umsonst, weil ich immer das hier essen kann. Theoretisch. Wir werden es herausfinden. Wenn alle Stricke reißen, habe ich ja noch was zu essen dabei. So, jetzt möchte ich mit euch, ja. In dein Bett. So, und da bleibst du jetzt sitzen. Ja? Nein? Vielleicht? Er redet nicht mit jedem. Er ist sehr schüchtern. Nein, ich brauche das Buch hier zum Erforschen. So war das. Ich würde jetzt gerne magische Gegenstände herstellen. Da, ja. Lasst uns doch Casting Wand. Lasst uns eine Casting Wand herstellen. Ich brauche Air Essence. Imbuden Chamber. Was war das nochmal? Okay. Air-Essenz brauche ich. Fledermausflügel, irgendein Pfeil und Federn.
Ja, nun, ich glaube, ich sollte hier, ich brauche nämlich für so viele Sachen Federn. Ich sollte mir vielleicht mal einen Stack Federn holen. Ach ja, ich habe auch endlich hier das Grün. Ich habe jetzt von jeder Farbe ein Seepferdchen. Ich habe hier noch das Grüne. Und ja, ich habe hier den Seetang weg, weil ich habe einfach genug. Und ja. Und jetzt kann man hier schön. Dankeschön. Hier schön reinschauen. Ich meine, das ist jetzt, da gehört vielleicht noch ein bisschen Seegras hin. Das kann ich alles machen. Das ist gar kein Problem, kann ich machen. Und dann habe ich hier ein vorläufiges Aquarium. Ich weiß leider nicht. Ich muss hier mal ein paar Fische reinpacken, die ich nicht mehr brauche. Ein paar Fische, die ich nicht mehr brauche. Um zu schauen, ob die Vögel oder irgendwas mit diesen Fischen da Unfug treibt. So, wie viele habe ich denn da? Oh. Ja, der Hall, habt ihr das gehört? Pff, und Hall. So, geht so? Geht so? Geht so? Geht so? Okay. So. Ein Stack reicht. So. Gut. Was habe ich dann noch gebraucht? Die Flügel habe ich. Pfeile. Aro. Die kann man nur auf eine Weise machen. Oder kann ich die auch noch anders? Moment. Ich kann die mit. Ich will jetzt einfach nur nicht in den Dachboden müssen. Ja, ich mache die jetzt hier, weil ich es kann. Es müssen ja nicht viele sein. Und ich habe ja hier. Ich habe ja ein bisschen was. Ich habe da mal was vorbereitet. So, so war das. Jawohl. Sehr schön. Ich kann alles anbauen. Ich kann einfach alles anbauen. Und was ich nicht anbauen kann. Die Edelsteine wären cool zum Anbauen, aber das. Was will ich hier? Gar nichts. Ich will hier hin. So. Na, ja. Ich lasse mich davon so irritieren. Ich brauche hiervon ein bisschen was. Und was noch? Oh, diese blöden Kristalle sind aber so teuer. So, ich glaube, ich mache dann gleich nochmal was. Von den Kristallen oder Gems oder wie auch immer, weil ich von denen halt einfach so unverschämt viel brauche. So. Also, wie mache ich das jetzt? So. So, da. Ah, die. Ah, okay. Ich brauche da die Pedestals in der Nähe. Kann ich das vorübergehend erstmal so machen? Wir werden sehen. Ah ja. Also, so. So. Nein. Wisst ihr was? Ich mache von diesen Pedestals gerade eben nochmal vier, weil ich denke, dass ich das öfter brauche und das rentiert sich, glaube ich, da einfach was Eigenes zu machen. Versteht ihr? So, ich brauche 1, 2, 3, 4. Also ich brauche nicht vier, ich brauche. Also ich brauche nicht acht von. Naja, ihr werdet gleich sehen. Ich brauche vier Pedestals, habe ich gerade beschlossen. So. Und die möchte ich hier reinpacken. Wenn ich viel mitdenken muss, kann ich einfach nicht viel reden. So, also, das sollte doch jetzt so gehen. Dann kommt das hier. Ich glaube, ich muss die zuerst hier reinmachen, oder? Und jetzt? Jetzt geht das. Okay. Dann ist hier doch bestimmt schon was passiert. Jawohl. Das Rumgestöhne hier ist einfach nicht mehr feierlich. Ich hätte die ja schon längst versetzt, wenn ich ein Ei frei hätte. Moment. Ich denke, ich habe irgendwo Eier, die ich frei machen könnte. Habe ich die hier rein? Habe ich die hier rein? Ja. Nein.
habe ich sie hin? Die könnte ich eigentlich. Wisst ihr was? Die lassen wir mal eben raus. Wollen wir sie rauslassen? Hm. Ja. Ach ja, es ist so schön. Ich mag die Furzkissen. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ich die jetzt so auch benutzen kann, ohne dass ich meine Goggles dafür eintauschen muss. Weil normalerweise kommt das Furzkissen ja auf die Hirse. So, und dann machen wir das hier hin. Warum ich das mache? Weil ich die natürlich dann auch... Ja. Ich weiß nicht, ob sie sich dann daran orientieren, dass sie eben hier immer wieder herkommen sollen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Dass sie jetzt denken, dass das hier der Ort ist, an dem sie geschlüpft sind und... Ein Buch? Nein, kein Buch. Eine Lockbox. Da schauen wir jetzt auch gleich mal rein. Ein Buch. Ich habe doch gesagt, ein Buch. Ihr habt genau gehört, ich habe gesagt, ein Buch. Manchmal denke ich, Minecraft hört mir zu. Dann denke ich, muss man... Wisst ihr, so... Ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde, wenn Minecraft tatsächlich zuhört, ohne es mir mitzuteilen. So, was wollte ich jetzt mit denen... Ach ja, ich wollte die... Die stöhnenden Herren hier wollte ich eben umquartieren nach... Ich habe ihn rausgelassen. Ich weiß allerdings nicht, wo er ist. Es könnte sein, dass... Genau. So, der ist jetzt auch irgendwo. Ja. Ich glaube, wenn die mir das Menü öffnen, dann gibt es ein kleines Problem, damit die angezeigt werden. Ich kann aber gleich was dagegen tun. Ich kann da gleich was dagegen tun. Wir teleportieren uns einfach nur mal eben weg. Oder wir fliegen weg. Wir müssen ja gar nicht... Damit die Chunks entladen und neu geladen werden. Und dann sollten die eigentlich wieder da sein. Ach ja, und ihr seht ja... Wie weit die Chunks bei mir geladen werden, wenn ich zu Hause was mache, da wo sie nicht geladen sind, ist nämlich noch alles weiß. Aber es geht schnell. Schaut hin, es geht ganz schnell. So. Und da habe ich noch nicht so viel geladen, da ist noch nicht so viel weiß, dann wird es jetzt auch schneller wieder grün. Ach, es ist so schön, dass es nicht mehr so kalt ist. Was geht da unten ab? Was hast du da umgebracht? Was hast du umgebracht? Hast du eine Kuh umgebracht? Jetzt verstehe ich. Der hat eine Kuh umgebracht. Oh. Das erklärt einiges. Ich zeige euch mal was. Ich war nämlich sehr irritiert. Und dadurch, dass ich das jetzt gesehen habe... Ich meine, es hat Pie fallen gelassen. Also schätze ich mal, hat der eine Kuh gerade umgebracht mit seinen Gefährten, Wölfen. Ich hatte nämlich auf einmal, ich habe hier ganz viele Kühe gezüchtet gehabt und dann auf einmal, Kühe weg. Warum sind die Kühe weg? Ja, da wird mir einer hier drin gespawnt sein und der hat dann nam 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 weg. Hat die Kühe fressen lassen. Deshalb ist jetzt hier auch ausgeleuchtet, weil ich mir nicht erklären konnte, warum meine Kühe auf einmal weg waren. Zum Glück ist hier oben schön ausgeleuchtet. Ich dachte ja schon, oh, Minecraft hat beschlossen, die Entities zu löschen, super. Dann weiß ich, ich kann da ja nicht kontrollieren was und ich habe das alles schon erlebt. Und die stehen jetzt übrigens nur hier, weil ich jedes Mal, wenn ich da rausgelaufen bin, gedacht habe, da stehen Creeper und die haben mich jedes Mal verjagt. So, Herren, seid ihr wieder da? Sie sind wieder da. Aber wir halten fest, sie sind halt da, wo sie vorher auch schon waren. Ja. Oh, Moment. Moment, das wird gar nicht aufgebraucht. Ich dachte, das wird aufgebraucht. Naja, dann kann ich ja jetzt noch ein bisschen was machen. Ich dachte halt, dass die ganzen Sachen hier aufgebraucht werden. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das ja supi, weil dann reicht das ja für ganz, ganz lange.
Dann kann ich das ja jetzt wieder wegpacken. So. Ich glaube, ich pack die Sachen hier mal dazu, damit die da sind, wo sie Sinn machen, eventuell. Und dann machen wir hier nochmal zwei rein. Und wisst ihr was? Wir schlafen. Dann kann ich euch nämlich wegpacken, wenn wieder Tag ist. Ich wollte jetzt bei denen nichts einlösen. Und dann oben. So, so ist das gut. Ja, so machen wir das. Dann kommst du hier hin. Jawohl. Ja. Ich meine, sie werden noch einmal umgesetzt, wenn es in den Keller geht. Der ist aber noch nicht fertig. Deshalb kommen die jetzt erstmal hier hin. Kannst du ein bisschen noch darüber ins Eck? Das waren, glaube ich, alle drei auf einmal. Ja, und dann noch der letzte Herr, Schlurp. Und sie kommen dann hier hin. Ja, genau, das dachte ich mir schon. Die werden komisch platziert. Die werden nicht auf dem Block platziert, den ich anpeile irgendwie so. Ach ja, und hier oben habe ich euch noch nicht gezeigt, aber da ist jetzt auch nichts mega Spannendes. Hier oben ist halt. Da oben ist schon große Terry. Ja, genau. Hier ist halt noch ein Stockwerk. Jetzt bin ich auch schon am Überlegen. Ich habe, als ich hier die Böden eingezogen habe, ganz viel überlegt, ob ich hier ein Fenster mache, das offen ist. Vielleicht hier das hintere. Und hier eine Bibliothek, also eine Vanilla, in Anführungsstrichen Vanilla-Bibliothek reinmache mit Bibliothekaren. Wo ich auch quasi mein Brau, das ist halt dann kein Braukeller mehr, sondern ein Brauturm, wo ich das auf die zwei Stockwerke mache und die ganzen Graveyard-Mods kommen komplett in den Keller. So. Hier tut sich nichts. Ach ne, es dauert nur so lange. Oh, das dauert sehr lange. Ich meine, ist okay. Aber es dauert sehr, sehr lange. Hallo, Yoshi. Magst du Hallo sagen? Nee, er will definitiv nicht Hallo sagen. Ja, und ich finde hier die drei Blöcke ist gerade genug Platz, damit ich hier bequem hin und her gehen kann. Weil das. Ich bin am Hin und Her überlegen, ob ich hier am Boden noch irgendwelche. Moment, ich zeige euch das mal. Besonderen Blöcke mache. Sowas hier zum Beispiel. Ich glaube nämlich, das würde richtig, richtig fancy. Nein, das nicht. Gibt es da noch andere Blöcke? Nee. Also ich glaube, das würde richtig fancy aussehen, wenn der Boden hier halt auch noch besonders wäre, wie so ein Teppich, wo das dann draufsteht. Kann ich das abbauen, ohne dass es wegploppt? Ja, kann ich. Ich brauche halt so viele von diesen Edelsteinen. Aber ich denke halt, das wäre schon nice, wenn das auf einem Teppich, auf so einem lila Teppich stehen würde. So, du bloppst auch nicht weg, wenn ich dich jetzt gleich abbaue, oder? Schön. So, wie sieht's hier aus? Jawohl. Dann brauche ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 7 sind 49. Wir essen. Ah, es hat einen Cooldown. Okay. Es hat einen relativ langen Cooldown, aber wenn man regelmäßig isst, sollte das gar kein Problem sein. Alles klar. So. Es wird so nicht reichen. Die musste man schisseln. Ich habe aber noch nicht gesehen, ob man das am Stonecutter macht. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. So. Okay. Gilded. Will ich alle gilded haben? Oder will ich auch solche Bricks haben? Ich glaube, ich mache sie alle gilded. Ich kann ja dann immer noch mal eine neue machen, aber ich denke, ich möchte sie alle gilded haben. Reicht halt um einen Block nicht.
Ich muss sie alle machen. Okay, so. Eigentlich gefallen mir die schon recht gut. Ich wartet mal, wartet mal. Ich schau mal, ob die Textur sich verbindet. Nein, tut sie nicht. Nicht schlimm, nicht schlimm. Das sieht ja auch cool aus. Ah, ich glaube, ich hätte hiervon gerne. Neun, wo dann die Pedestals draufstehen, weil das sieht man dann das Muster nicht. Ich mache trotzdem neun. Ich kann es auch umändern. Ich hoffe, ich kann es umändern. Ich kann es nicht mehr umändern. Schön, dass wir drüber geredet haben. Und hier mache ich eins und da muss ich vorher schauen, ob man die ausrichten kann. Okay. Die kann man nicht ausrichten. Die sind dann schon ausgerichtet. Na, es zeigt immer in die Richtung. Jetzt mache ich aber noch eins und schaue, ob. Ich weiß, ich verschwende jetzt gerade ein paar von den Blöcken. Ich möchte einfach nur sehen, wenn ich das so mache. Sie sind halt immer so ausgerichtet. Das ist halt blöd. Oder kann ich das irgendwie ändern? Nee, vielleicht kann man die drehen. Ich weiß aber nicht wie. Und vielleicht sind die auch gar nicht dazu da, dass der Boden schön ist, sondern dass hier die Seiten schön sind. Was kann ich noch machen? Ich meine, die sehen halt alle nett aus, aber ich würde tatsächlich mal nur mit denen arbeiten und schauen, wie das oben wirkt. Ja. Ich furze mich gleich ein hier bei der ganzen Aufregung. So. Habe ich da natürlich diese Blöcke schon mal nicht. Meine, hier werde ich es gar nicht sehen, oder? Nee, da sehe ich gar nicht, wo er drauf steht. Ich muss sagen, es ist ein bisschen viel. Es ist sehr. Es ist ein bisschen viel so, ne? Ja. Ihr werdet jetzt denken, nein, Terry, was machst du? Was machst du jetzt? Ja, Terry macht jetzt alles neu. Terry macht nicht alles neu, aber irgendwie halt dann doch. Was? Nein, jetzt baust du sogar den Altar. Ja. Wir machen das jetzt ordentlich. So, richtig, richtig machen wir das. Hier und hier und hier und hier. Es ist einfach so herrlich. So, jawohl. Und dann kommt hier eins hin und hier. Ja, das stimmt. Ja, ich denke, das stimmt. Ich weiß nicht, was ich mit denen sonst noch machen kann, außer dass ich die im Stone Cutter mache. Ich könnte die zurückverwandeln. Sekunde, dann ich habe hier die. Die kann ich eben nicht mehr rückgängig machen. Oder? Nee. Da muss ich echt aufpassen. Aber die normalen, die könnte ich jetzt transformieren. Ich glaube, das mache ich auch. Andererseits, ich werde die vielleicht noch für irgendwas brauchen. Ah, ich heb die einfach mal auf. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen die. Ja. Moment. Hab ich hier. Nein.
Die kommen jetzt einfach mal hier rein, da sind die gut aufgehoben, da denke ich dann nicht mehr dran und dann sind die einfach mal schön weggeräumt. So. Und damit wären die ganzen Sachen hier auch schon aufgebraucht. Und dann nehme ich jetzt die einfachen, die nur lila sind. Ja, viel besser, viel besser. So ist das schön. So ist das sehr, sehr schön. Ja. Das Gefurze ist halt ein bisschen übel, aber. Ich finde das so lustig. So. Reicht zwar nicht. Ah, sieht das jetzt cool aus, oder? Sieht das cool aus so? Ja, aber hallo. Ich meine, es ist sehr lila-lastig, aber in diesem Turm passt das auch. Ich hätte es doch ganz rüberschrauben können, ganz rüberschrauben, ganz rüber machen können. Dann soll ich es nochmal umsetzen? Ah, fuck. Ah. Der blöde Perfektionismus, ey. Und ja, ich habe es wirklich gesagt. Ich habe das böse Wort tatsächlich gesagt. Böse Terry. Sehr, sehr böse Terry. So, wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. Da muss ich halt hier doch immer komplett durchlaufen, wenn ich nach oben will. Muss das hier schon hin? Bin gerade etwas durcheinander, wie immer. Nee, das muss hier noch so zu. So. Hier und hier. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig mache. Und hier. Hier, oder? Hier, 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 hier. Nee. Ach, weil das noch falsch ist, der Edzard. War ich gerade etwas verwirrt. Und hier. Sag, dass es so stimmt. Dann kann ich hier hinten nämlich eventuell diese Kartuschen mit dem Mana hinpacken. Sollte dann eigentlich nah genug sein. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Finde den Fehler. Die Goldblöcke hatten doch beim letzten Mal gereicht. Warum reichen sie jetzt? Hä? Finde den Fehler. Was habe ich? Ach. Ja, ich. Ja. Ja, ich habe es ja gerade, ich hab's ja gerade gemerkt, weil ich ja die Ecken vorhin ausgespart hatte und jetzt nicht mehr. Und ja. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Ich mache davon einfach mal. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich damit eigentlich craften wollte. Wollte ich. Ja, genau. So, ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, da muss ich. Vielleicht habe ich dann welche. 4, natürlich. Und ich habe keinen Stein mehr. Ich scheine davon ja noch ein bisschen was zu brauchen. Was ich jetzt aber mache ist. Psst, keiner sieht's. Keiner sieht's, dass ich die Sachen. Weißt du was? Keiner sieht, dass ich hier die Sachen wegwerfe. Nein, psst. Tritt sich fest, gibt ein schönes Muster. Ja, mindestens. So. Und
dann gleich wieder ein paar von den Gems machen. Nachdem ich von denen ja so viele brauche. What? Das habe ich mir aber auch nur so gedacht, dass das funktioniert. Jetzt ist es Nacht und wo ist der kleine Freund nicht im Bett? Wozu ist das gut? Oder musst du dazu gezähmt sein? Er ist ja nicht gezähmt. Ich will jetzt aber auch keinen zähmen, weil die laufen mir dann die ganze Zeit hinterher, bis sie tot sind, für nichts und wieder nichts. So. Jetzt sieht das gut aus. Jetzt sieht das sehr, sehr schön aus. Und dann könnte ich diesen Apparat hier hinstellen. Einfach nur, weil ich kann, dass ich hier hin... Wobei... nee, doch nicht. Doch nicht. Es ist halt zu viel lila sonst. Oh, sieht das schick aus? Das sieht mega schick. Sieht mega schick aus. Ja. Mindestens. Okay. Ich wollte ursprünglich das hier machen. Ah, für die Wand. Genau, genau. Und dann brauche ich das hier auch noch. Ja. Und da brauche ich einen Button, eine Uhr und ein Redstone. Button, Uhr, Redstone. Deshalb nehme ich die ganzen Uhren immer mit. Hm. Ich glaube, das war ein Steinbutton. Wir machen auch mal einen Steinbutton, Redstone. Ich sehe schon, die Dinger sollten nach Möglichkeit immer laufen, so wie das aussieht. Weil man ständig irgendwas braucht. Ich meine, ich habe dann 4, das reicht ja. Also, sage ich in meinem jugendlichen Leichtsinn. So. Ja. Ich weiß nicht, ob das genau sein muss. Wir werden das gleich sehen. Nee, geht so. Craftspeed. Nee, nee, das können wir. Das können. Oh, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob wir das erwarten können, aber wir versuchen es einfach mal. Und die Sachen packe ich jetzt wieder weg. Die brauche ich bestimmt nochmal irgendwann wieder. Hiervon brauche ich. Nein, nicht du. Wo packe ich denn die jetzt rein? Packe ich die mal hier mit rein? Ich packe die mal hier mit rein. Ja, du nickst auch, ne? Du gibst mir recht. Was brauche ich denn noch? 2 Gold und 4... 4? 2 Gold. 2 Gold, 4 davon und 2 davon. Und ein Stripped Waxing. Stripped. Einfach nur ein 1. Oh, davon. Okay. Moment, habe ich von irgendwas besonders viel? Ich habe hiervon. Das ist das so. Ich glaube, ich könnte das sogar schon. Ich könnte das oben sogar schon herrichten. Ich warte jetzt nur noch auf das eine Teil. So. Wie sieht es hier aus? Um Gottes Willen. Ja. Das dauert ein bisschen. Wieder hier so der Kern, der Würfel drin ist, der Chor. Sehr, sehr cool. Okay. Dann machen wir uns hier eben die Magic Wand. Den Rest kann ich mir merken soweit. Was kann ich denn noch machen? Unstable Gifts, was macht das? Grants a random positive potion effect for a short duration. These effects can vary in strength. Ich meine, hört sich sehr lustig an. Wie macht man den? Ich glaube, von den Sachen... Oh, es braucht halt alles diese Edelsteine. Dull Trinket. Enchanter's Bow, Enchanter's Mirror, Shield. Oh, das sieht aber hübsch aus.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und was ist das? Ein Kodex. Und was ist das? Aha. Ja, ich würde sagen, das machen wir so lange, bis hier das Gelumpe fertig ist. Ich brauche eins davon. Und schon habe ich wieder vergessen, was ich noch brauche. Noch vier Edelsteine. Ich sage euch, wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre. Okay, und dann nur ein Leder noch. Hab ich Leder hier? Ich glaube nicht. Ich könnte übrigens immer hier reingehen und müsste nicht unten lang gehen, aber Hirnwürstel. Hirnwürstel, vergiss das. Ich habe halt absolut. Was mache ich damit jetzt? Ich habe absolut keine Ahnung, was ich damit jetzt mache. Das ist sehr gut. Aber immerhin habe ich es jetzt. Belt of Levitation ist halt so. User for climbing mountains. Simply sneak in the air while falling. Ja, ich brauche ja nicht. Kann ja fliegen. Ah, es gibt noch eine zweite Seite. So. Sword. Ja, machen wir auf jeden Fall zum Ausprobieren mal. Char of Light. Char of, Moment. Summons a light that will follow the user as they move, can be summoned and dismissed at any time. Hört sich halt echt toll an. Magical Armor hatten wir uns angesehen. Wollen wir natürlich auch noch machen. Oh, jetzt bin ich da zu weit raus. Runic Chalk, Spellbooks. Spellbooks. Achso, ja, habe ich. Ja. Okay, ich hätte einfach nur die Ausrüstung gewollt für hier meine Trinkets. Damit nicht alles voll ist mit Putzkissen. Hier kommt nicht raus. So, dann hoffen wir mal, dass es da oben fertig ist. Ich glaube es ja fast nicht. So, sehr gut. Wo gehört das hin? Wo ist frei? Hier ist frei. Und dann brauche ich das hier. Und das kommt hier oben rein. Und dann. Es sieht schon cool aus. Puff. Yay! Ja, wie? Was muss ich jetzt machen? Once accept only a single spell and are inscribed using the scribe table. A wand always starts with a projectile. Accelerate. And must be inscribed with a spell that does not have another method. This allows you to cast spells beyond the backup. If you want a wand that casts break, inscribe the wand. Kann ich? Passt auf. Es wäre doch jetzt voll nice, wenn ich mit dem. Ja. Ich meine, es sieht cool aus. Könnte hier liegen lassen. Wie komme ich denn in das Menü von dem rein? Ich glaube, beim Buch stand es dr dran, oder? Quick Craft, Quick Select. Und wie mache ich da jetzt einen Spruch drauf? Mache ich das über mein Buch? Es könnte sein, dass ich es übers Buch mache, oder? Wand. Ist so nicht, ne? Denn das hier. Das hier wäre ja voll cool, wenn ich das auf meine Wand machen könnte. Dann könnte ich nämlich die ganzen Höhlen, die Drachenhöhlen, Drachenhöhlen und so ausleuchten, ohne reingehen zu müssen. Versteht ihr?
Aber das war irgendwie, was braucht ich? Accelerate? Break. Projectile Accelerate. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur mal schauen. Wo ist ein Accelerate? Ich habe das gar nicht so, oder? Muss das so? Ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, wie das funktioniert. Ich kann auf jeden Fall damit nicht viel machen. Ich kann hier jetzt ganz viele. Ja, genau, ganz viele. Ja. Wie bringe ich dem das jetzt bei, dass ich das möchte? Ach, ich brauche das so ein Augment. Ach, brauche ich. Moment. Moment, Sekunde. Mister, gehen Sie mal woanders hin. So ist das fein. Kann ich das? Nee, weil das sind ja die Tablets und keine. Ja, genau. Ich. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt und kann damit nichts machen. Das ist okay. Kann ich damit jetzt noch was machen? Enchanters Shield. Der sieht halt so geil aus. Ich glaube, das machen wir eben noch. Habe ich zufällig schon ein Shield dabei? Ja, da habe ich zufällig eins vorbereitet. Ja, sie nicken. Nein, halt. Braucht man ja gar nicht. Braucht man ja gar nicht. Man braucht ja für die Blöcke nur vier. Immerhin. Aber vom Gold brauche ich neun. So. So und so und so und so. Und jetzt packen wir das Schild in die Mitte. Nein. Schaut mal, was ich hier auf meinem Helm habe, auf der Hirse. Das Furzkissen. Und dann packen wir das hier rein und yay. Yay. Und puff. 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 Yay. Ja, sieht das jetzt nett aus, oder? Moment. Das sieht so edel aus. Das werden wir jetzt aber noch verzaubern. Dann schillert das auch noch schön lila. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell irgendwo in eine Höhle und schauen, was. Ja. Und schauen, was ein Skelett dazu sagt. Das kann man nicht verzaubern. Man kann es verzaubern. Glaubt mir, man kann es verzaubern. Entweder mit Magie oder man packt einfach ein Buch drauf. Ich bin mir ganz sicher, dass es mit einem Buch passt, funktioniert. Das werde ich jetzt auch schnell mal. Ich werde mal ein Mending mitnehmen. Ich werde es nicht wirklich drauf machen. Ich werde nur schauen, ob es geht. Denn natürlich verzaubern wir das erst so. Also warum sollte man es nicht verzaubern können? Das ganz bestimmt. Da. Bitte. Das Buch packe ich so lange. Ja, gar nicht einfach. Ja. Ich weiß nicht, wo ich das Windspiel hinmachen soll. Ich würde es so gern aufhängen. Ich könnte das hier hinhängen, oder? Stört euch das, wenn ich das hier hinhänge? Nee, das ist zu groß. Ja. Wen könnten wir damit nerven? Ja, das dachte ich mir, dass das nicht geht. Weil das der halbe Block ist hier. Wir machen es ins Lagerhaus. Damit die zwei übrig gebliebenen Hansel noch was haben. Arr. So. Arr. Ich würde tatsächlich, ich bilde mir ein, ich habe da noch ein paar Pillager irgendwo übrig. Ich meine, ja.
Die Netherite-Rüstung, die passt ja farblich noch einigermaßen dazu, aber das Rot und das Pink, ich finde das, oder das Rot und das Magenta, das beißt sich ja doch immer. Hier gibt es ja keine Pillager. Die sind mir irgendwann ausgestorben, bevor ich überhaupt gesehen habe, dass da je welche hätten sein können. Aber ich glaube, dass an der Mühle noch Pillager sein könnten. Ich glaube, dass die da sogar nachspawnen. Und hier, da habe ich auch schon viele mitgenommen. Es kann sein, dass hier auch keine mehr sind. Andererseits, ich glaube, dass die hier nachspawnen, oder? Wir werden es sehen. Ja, nee. Hier sind, da ist einer. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Schießen sollten wir so. Dann schieß mal. Aber sowas von überhaupt gar nicht. Ich komme mal ein bisschen näher, damit ich deinen eigenen Pfeil treffen kann. Moment, ich helfe. So. Na, warum prallt der nicht in deine Richtung? Ich meine, sehr viel näher kann ich jetzt ja nicht mehr stehen. Ja, so macht's keinen Spaß, oder? Halten wir mal fest. Was habe ich da eigentlich gerade für Spell Damage? Spell Damage? Mana Rich. Okay. Wenn ihr das sagt. Ja, gut. Ja, also. Ja, jetzt regeneriert es. Und das, also es entzieht mir Mana und dafür wird das in das Schild reingepackt. Müsste man eigentlich zuschauen können, oder? Ja, okay. Okay, ganz langsam. Also Mending würde wahrscheinlich schon Sinn machen oder zumindest Unbreaking. Aber ich pack das jetzt wieder weg. Ich pack das hier hin, damit es hoffentlich weiter regeneriert. Ich weiß nicht, ob es das tut. Muss ich? Nee, ich muss es nicht aktiv in der Hand halten. Wie ihr seht, wird es mir auch nicht mehr kalt. Ah, es ist so schön. Und da wäre die Mühle. Da wäre die Mühle, da schauen wir eben noch hin. Ja, kommen Sie her. Was läuft denn da unten rum? Achso. Ja, kommen Sie her. Finde ich nicht gut. So. Was kann ich jetzt hier mitmachen? Aha, das war's. Das brauche ich nicht. Hallo, ich habe gesagt, ich brauche das nicht. Und hier läuft noch einer rum. Na, der hat. Also, ich sage euch das mal. Ich glaube nämlich, dass wenn ich den reinpacke, er halt dann nicht mehr so aussieht, wie er jetzt aussieht. Ja, das ist dann ein normaler Zombie-Villager. Und ich hätte halt gerne die mit den Strohhüten gehabt. Ich finde das urkomisch, aber die haben alle schon was in den Griffeln, was ich halt nicht möchte. Ja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Was? Wieso? Was? Ach, weil da das Schild drin war. Ja, komm. So. Von denen hier, von den neuen Viechern, habe ich auch schon von jedem eins in ein Ei gepackt und mit nach Hause genommen. Einfach nur, weil ich es haben will. Aber sonst habt ihr nichts verpasst. Da stehen ein paar Endermen. Ja, was ich auch noch gemacht habe, war, ich habe ein paar Drachen getötet. Ein paar oberirdische, aber auch ein paar Mama-Drachen. Oh, das könnte ich euch sogar noch zeigen. Da ist jetzt noch einer. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, was ich machen kann, damit der nicht auf mich schießt? So, und nun? Ja, jetzt guckst du blöd. Doink. Ach, weißt du was? Du bist der neue Hansel. Health 1. Nein. Das ist mir zu wenig. Ich nehme Hansel 4.2 mit. Wenn ich die alle so benenne, na, das kann ja noch lustig werden. Aber ich glaube, hier ist sonst keiner. Ich hätte schwören können, dass die hier nachspawnen. Oh, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Ich hab's genau gehört. Ist es dann auch. Ja, die sind dann auch unbewaffnet. Ich kann die ganzen Skelette
Ich kann die ganzen Skelette unbewaffnet machen. Uhuhuhu. Wo kriege ich jetzt noch einen Hansel her? Was ist eigentlich hier los? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das hier, das sieht ja aus. Das geht ja nicht. Die Pillager-Patrouillen, die können einem leider auch so eine auf die Hirse geben. Und hier wird wahrscheinlich nichts mehr spawnen, weil ich das abgebaut habe. Ich würde gerne schauen, ob die Schweinchen, die hier spawnen in diesen Pilzen, ob die immer aggro sind, weil das ist eine ganz schlechte Idee. Ich würde mich mit denen nicht anlegen, ja? Habe ich doch gesagt. Guck mal, wer da ist. Den kriege ich leider nicht ins Ei, weil der despawnt, bevor ich dort bin. Was wollte ich sagen? Ah ja, die Schweinchen kann ich nicht ins Ei packen, weil sie dann ihre Rüstung nicht mehr haben und zu Zombieschweinen werden. Ich kann die aber auch so irgendwie mitnehmen, also das würde schon gehen. Dann ist die Frage, ob die sich dazu verleiten lassen würden, Gold einzutauschen, weil dann hätte ich quasi oberirdisch Goldschweinerl. Aber ich glaube, dass die immer aggro sind, auch wenn ich eine Goldrüstung anhabe. Ich habe da hinten noch einen Pilz. Ich weiß nicht, ob ich da die Spawner schon weggemacht habe. Könnte sein. Apropos Spawner, ich hätte gerne noch eine Mod, mit der ich Spawner abbauen kann und dann würde ich hier in meine Mob-Farm ein paar Spawner reinklatschen. Damit ich auch noch andere Monster kriege und da ein bisschen was zügiger vorangeht. Mir dauert das nämlich ehrlich gesagt zu schnell. Mir dauert das zu schnell. Mir dauert das zu langsam. Mir dauert das zu schnell. Hallo? Ja, da wäre auf jeden Fall noch ein Spawner. So, und hier, ja, genau. Also wenn ich die jetzt in ein Ei packe, das kann ich euch mal zeigen, dann sind das halt die normalen Schweinerl zum Schluss und das wird ganz schnell zum Zombie-Schweinerl. Das geht also nicht. Dann ziehe ich eben eine Goldrüstung an, damit wir schauen können, ob die dann immer noch aggro sind. Also das ist jetzt natürlich aggro, weil das kann ich verpacken. So, ja. Wo ist mein Zombie-Schwanderl? Ist weg, oder? Ist schon despawned. Ist okay. Da ist das Zombie-Schwanderl. So, und du? Ich glaube nämlich, dass die trotzdem aggro sind. Nein! Moment, du bist nicht aggro. Moment, du bist nicht aggro. Leute. Ich nehme euch gleich alle mit. So, so und so. Ja, doch. So, kommt mal hierher. So. Ich weiß so, ich muss euch jetzt in. Ich würde sie dann natürlich in ein Haus. So. Ja. Ich wollte eigentlich nicht. Es tut mir leid. Wir können, wenn wir zu Hause sind, drüber reden. Wenn die jetzt nämlich Gold eintauschen, dann kann ich eine Goldfarm bei mir zu Hause machen. Also keine Goldfarm, sondern eine. Ich weiß gar nicht, wozu sind die eigentlich gut? Wozu sind die eigentlich gut? So, wo packe ich die rein? Ich könnte die hier stehen lassen, glaube ich. Jetzt wartet mal, ich muss euch da vorsichtig hinpacken. So. So, ist es okay mit dem Wasser? Ja, einer ist schon tot, deshalb habe ich drei mitgenommen. So und so. Also ich habe die jetzt nur hier, um auszuprobieren, ob das wirklich so funktioniert, wie ich das denke. Aber die haben ja durch den Kopf, sind die geschützt vor der Sonne und verwandeln sich nicht in Zombie-Schweinerl. Jetzt hole ich mal eben Gold und schaue, ob die das eintauschen. Es kann natürlich sein, dass die das dann gar nicht eintauschen und dann kann ich mir das alles wieder schenken. Aber vielleicht machen sie es ja doch. Dann würden die hier ein eigenes Kleid. Ich glaube, ich würde einen Stand dann machen hier, wo dann so ein Schweinerl drin ist. Dann muss ich halt schauen, ob die mit den Villagern klarkommen. Und sie interessieren sich nicht fürs Gold. Oder muss dazu Game Rule Mob Griefing True? Ah, alles klar.
Sehr schön. Ja, das ist super. Die Armbrust stört mich ein bisschen, aber ich fürchte, da kann ich jetzt nichts machen. Aber dann würde ich hier irgendwo ein kleines Gebäude machen, wo ich die reinpacke. Und dann können die ganze Zeit Gold tauschen. Ja, doch, das machen wir. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht. Entschuldigung. Ich weiß nur nicht, wozu. Also, ich überlege gerade, wozu das dann gut ist, dass ich bei dem, was tauschen die alles ein, dass ich das unbedingt haben will. Ich brauche kein Netherite mehr. Ich brauche keine Enderperlen. Ich brauche das ganze Nethergedöns nicht. Diese Hockshoes, die man von ihnen bekommen kann, die brauche ich auch nicht mehr. Da habe ich zwei und kann, ich meine, ich kann damit eh nichts anfangen. Das Goldringerl! Natürlich, das Goldringerl will ich von denen. Ja, das habe ich ganz vergessen. Ich will das Goldringerl von denen. So, jetzt werden sie wahrscheinlich gleich total ausrasten. Oh, nein, sie werden wahrscheinlich nicht spawnen sein. Sie sind noch da. Nein, sei lieb. Sei lieb. Die sind nicht despawned, weil die Schaden bekommen haben und dann werden die. Oder? Kommen Sie mal ein bisschen näher. Ja, Ihnen fehlen Herzen und Ihnen fehlen ein halbes. Ja, das ist ein gutes Schweinderl. Ein gutes Schweinderl. So, und hier die Herren. Ich muss halt. Wir haben so viel zu tun. Jetzt fange ich hier mit dem Zaubergedöns an. Ich müsste halt auch mal mit meinem Zoo anfangen, wenigstens ein bisschen. Ich meine, bei denen, ich kann euch das mal zeigen, die werden nämlich, die finden das gar nicht lustig, wenn ich hier so. Ich will es eigentlich. Eigentlich will ich es euch gar nicht zeigen. Die finden es eigentlich gar nicht lustig, wenn man immer bei ihnen rumgurkt. Da kann ich das Gehege dann eher weniger machen, wenn die schon drin sind. Aber ich sollte wirklich anfangen. Ich sollte mit Dingen anfangen. Ich glaube, wir haben genug gefurzt für heute. Ich bringe die Sachen mal wieder weg. Ich schau mal, ob die überhaupt weggehen, weil es halt einfach sein könnte. Jetzt sind sie alle weg. Habe ich hier welche drin? Nee, jetzt konnten die alle da rein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich muss aber auch nicht alles verstehen. Ja. Gut. Dann war es das für heute. Dann haben wir Dinge geschafft. Jetzt sind sie doch despawned. Das macht nichts. Ich will mir eh ein neues Schweinerl holen. Da brauche ich zuerst einen kleinen Stand, wo ich den reinpacken kann. Und dann ist die Frage. Moment. Das will ich eben noch ausprobieren. Dann ist nämlich die Frage, ob die sich mit den Villagern verstehen oder nicht den Villagern den Garaus machen. So, nicht schießen. Nicht schießen. Pfui. Nein, nicht schießen. Pfui. Nicht schießen. Ja. Irgendwo ist jetzt die Kette. Aua. Ich hätte gerne meine Kette wieder. So, aber er scheint den Villagern nichts zu tun. Ich kann ihn leider nicht entwaffnen. Weil, wenn ich kann ihn nur entwaffnen, indem ich ihn ins Ei packe und dann ist halt auch die Rüstung weg und da ist die Kette. Das mit dem Schießen finde ich gerade ungünstig. Also auch im Zusammenhang mit. Ich weiß auch nicht. Ah. Das ist eine Eule. Moment, bist du. Das ist eine Eule. Bist du. Was machst du hier? Okay. Ich wollte schauen, ob die Golems mit ihm ein Problem haben. Kommen Sie mal mit. Ja, so ist fein. Schön mitkommen. Schön mitkommen. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Was? Wieso? Ah. Wir halten fest, die Golems haben ein Problem mit ihnen. Okay. In dem Fall muss das Vieh in ein Haus und dann würde ich das vielleicht hier oben einquartieren in eines der Zim in eines der Z Eines der. Achso, ja, in eines der Zimmer. Haben die Zimmer keine Fenster? Doch, da. In eines der Zimmer würde ich das Schweinerl reinpacken. Türmäßig muss ich mir was überlegen. Die können nämlich Türen öffnen und dann macht das nicht viel Sinn,
Einfach nur Tür zu und das Schwein da so, oh, nicht mit mir. Vielleicht klappen Trapdoors. Da sollten sie nicht durch können. Ja, das ist eine Überlegung wert. Und dann kann ich da. Ach, das Goldringerl. Goldringerl. Ich mache das wegen dem Goldringerl. Nicht vergessen. Goldringerl, Goldringerl. Ah, ja. Gut. Dann sind wir für heute fertig. Ich wünsche euch wie immer noch einen ganz wunderschönen Tag. Ich wollte gerade sagen, spielt mehr Minecraft. Spielt mehr Minecraft. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.